soweit. Bochum, weil ihr wirklich das beste Publikum seid, das wir jemals hatten und weil ich immer wahnsinnig gerne in Bochum bin. Ich bin heute schon in den Stadtpark gefahren. Ich bin wirklich bei Dönninghaus gewesen, im Bermuda-Dreieck, kurz verschwunden, wieder aufgewacht. Bin über den Cityring gefahren. Ich habe mir Bochum angeguckt, einfach um mich aufzutanken mit geiler Ruhrgebiets-Energy, mit geiler Bochum-Power. Und deswegen möchten wir jetzt, das Rundfunk-Tanzorchester und ich gemeinsam, fast ungeprobt, eine Hommage an Bochum auf die Bühne bringen. Eine Hommage an eine Legende aus Bochum, ein Mann, der diese Stadt geprägt hat wie kein zweiter, der diese Stadt in der Welt bekannt gemacht hat, in Deutschland und darüber hinaus. Die Rede ist natürlich ganz klar von Peter Neururer. Nein, Quatsch! Natürlich nicht. Es geht um einen Mann, der schon vor 40 Jahren vorausgesehen hat, womit wir uns heute beschäftigen. Pronomen sind nicht wichtig. Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Auch Männer haben Gefühle. Das ist für dich, Bochum. Hit me, Lorenz. Männer nehmen den Arm. Männer gehen Geborgenheit. Männer. Stopp. Ja. Ja, sorry. Es ist auch, es ist eigentlich Blasphemie in Bochum, Männer zu singen, oder es ist eigentlich Blasphemie. Sollte man nicht machen. Vielleicht mit Unterstützung, könnte Jadebu vielleicht rauskommen? Jadebuben, komm mal, vielleicht könnt ihr mir Power geben. Komm mal raus, bitte. Mach ich nicht alleine. Sorry. Steuerung Z. Ja, es wird hinterher alles rausgeschnitten. Mega peinlich. Ja, also man soll es eigentlich nicht machen. Man sollte eigentlich. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, aber wir gehen jetzt einfach mal rein. Obwohl, nee, vielleicht nicht. Ich mach's vielleicht nicht. Ich überlasse vielleicht, meine Damen und Herren, großen Applaus für Herbert Grönemeyer. Gib mir Mühe. Okay, aus dem Stand. Bochum, seid ihr ready? Alright. Okay. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich.
super schlau. Männer bauen Raketen. Männer machen alles ganz genau. Wann ist ein Mann ein Mann? Ha ha ha.